Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Endlich bin ich wieder am Start mit einem neuen DM-Haul für euch. Der letzte, ich habe jetzt gerade eben noch mal geluschert, liegt tatsächlich schon knapp 4 Wochen zurück und das geht für meine Verhältnisse ja mal gar nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht einkaufen war, aber ich weiß gar nicht, warum das jetzt so lange gedauert hat. Es hat sich halt so ergeben. Wir haben es jetzt heute Sonntagabend und ich dachte mir, Mensch, Michelle, deine eingekauften Sachen, die jetzt rumstehen, möchtest du jetzt auch so bald mal verräumen und benutzen. Deswegen drehst du das Video jetzt mal ab. Und ja, ich habe verdammt Lust, denn wie gesagt, es ist lange her. Ihr habt es auch schon sehnsüchtig erwartet. Ganz, ganz viele von euch haben auch immer gefragt, Mensch, Michelle, wann lädst du denn endlich mal wieder ein DM-Haul für uns hoch? Und ja, hier ist er jetzt. Ich habe sowohl Haushaltsprodukte gekauft als auch dekorative Kosmetik, die ich euch zeigen möchte. Ich habe auch einen Teil netterweise wieder zugeschickt bekommen zum Testen, ja, worüber ich mich immer sehr, sehr freue. Und das sind wirklich tolle Sachen. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht lange schnacken. Ich lege los, denn auch die Haushaltssachen sind nicht so wenig, da viel leer gegangen ist, was wir wirklich brauchen. Und ja, jetzt fange ich aber mal an mit einer ganz tollen Sache, die wahrscheinlich die Putzfeen unter euch feiern werden, beziehungsweise vielleicht auch aus dem letzten Jahr schon kennen. Denn die gab es, meine ich, auch so original letztes Jahr schon, nur witzigerweise bei mir im DM nicht. Also auch im Umkreis nicht. Ich weiß nicht, ob es die nur irgendwie in größeren DMs gab, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei uns nicht, aber dieses Jahr hatten wir einen Aufsteller bekommen von diesen feuchten Allzwecktüchern jetzt vor kurzem. Und da haben wir einmal die Variante Spring Blossom, dann Shining Water Lily und die Variante Hawaiian Hibiskus, immer so in einem Doppelpack. Ich habe die jetzt ohne Dose genommen. Es gibt die auch noch im Doppelpack mit einer Dose. Aber da ich die eh nicht verwende, so eine Aufbewahrungsbox, habe ich gedacht, kaufe ich die einfach so. Und die grüne habe ich schon auf der Arbeit verwendet und ich liebe den Geruch. Also ich würde sagen, falls ihr die bei euch in eurem DM habt, seid schnell, denn die werden schnell weg sein. Ich weiß, wie schnell sie letztes Jahr weg waren aus den Videos der anderen und deswegen habe ich mir die gleich mal gesichert. Und meiner Mom habe ich, wie gesagt, auch welche mitgebracht, beziehungsweise, was heißt wie gesagt, das habe ich euch in meinem Vlog gezeigt, genau. Ja, dann machen wir weiter. Ich muss das mal abstellen. Ist leer gegangen unser Perwoll. Da gibt es nicht viel zu sagen. Das kaufe ich immer wieder nach für schwarze Wäsche und auch das für bunte und für weißes kaufe ich immer wieder nach. Und ich merke gerade, hier ist ein bisschen was dran noch vom Waschmittel. Ja, ich liebe den Geruch. Ich liebe die Reinigungswirkung. Ich finde es toll und deswegen immer ein All-Time-Favorite von mir. Dann eine Sache, wo mein Herz ja auch wieder höher schlägt, auch wenn das völlig bescheuert ist. Aber ich denke, es sind viele unter euch, die mich verstehen können. Und zwar gab es oder gibt es jetzt neu bei DM von Sanft und Sicher das Toilettenpapier in einer Limited Edition, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze ist mit einem Paris-Muster sozusagen. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich da... Das Licht ist ein bisschen hell heute, oder? Obwohl das eigentlich eingestellt ist wie immer. Ja, total süß auf jeden Fall mit dem Eiffelturm und so süßen Autos, Fahrrädern. Bonjour Paris und ja, total süß. Und ja, das ist einfach so ein Hingucker gewesen und ich stehe ja total auf sowas. Deswegen durfte das mit. Habe ich auch gleich zweimal gekauft. Einmal habe ich es jetzt schon aufgefüllt im Bad. Ja, dann Basics durch und durch habe ich hier nachgekauft für meine... Einmalhandschuhe latexfrei, 40 Stück in der Größe Mittel. Ich habe jetzt keine Latexallergie oder so, aber ich habe die in latexfrei genommen, einfach weil der Karton kleiner ist und man den besser aufbewahren kann, denn die nehmen sich zu den herkömmlichen Handschuhen nichts von der Inhaltsmenge. Da sind auch 40 Stück drin, aber die Verpackung ist eben kleiner und das finde ich ein bisschen praktischer. Deswegen durfte die mit. Und auch vom Preis, meine ich, nehmen die sich nichts. Genau, dann kaufe ich sehr gerne von der Firma Toppitz meine Küchenutensilien, sage ich mal, Alufolie und Backpapier. Hier habe ich jetzt die leere Verpackung, weil die neue schon in der Küche ist und die landet jetzt im Aufgebraucht, aber die habe ich auch wieder nachgekauft. Genau, diese Haushaltshelferlein sind jetzt nach langer Zeit mal leer gegangen, deswegen durften die wieder mit. Dann habe ich Kaffeefilter in der Größe 2 mitgenommen von der Eigenmarke von DM, von Profissimo, 120 Stück. Mein Freund und ich trinken keinen Kaffee, beziehungsweise mein Freund nur außerhalb, aber nicht bei uns, ehrlich gesagt, und sehr selten. Aber wenn Besuch kommt, brauchen wir natürlich sowas und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann wollte ich jetzt mal ausprobieren in Zukunft, neben den feuchten Bodentüchern, die ich ja immer sehr, sehr gerne verwende und auch weiterhin verwenden werde, möchte ich gerne mal so ein Mikrofaser-Bodentuch ausprobieren.
Einfach, wenn man regelmäßiger wischt und das nicht so verdreckt ist, sage ich mal. Also Wohnzimmer und Co. sowieso nicht. Bei uns ist immer der Flurbereich nur logischerweise wegen den Schuhen schmutzig. Aber so fürs Wohnzimmer und so wollte ich mich da mal dran ausprobieren. Alle schwärmen ja total von Mikrofasertüchern auch generell. Ja, deswegen habe ich mal eins mitgenommen in Grau. Und ich bin mal gespannt. Ist auch wieder die Hausmarke von GM. Und ja, dann, ja, da, wenn ich das Produkt sehe, sträube ich mich schon vor, aber es muss ja gemacht werden. Den Ofen muss ich nämlich unbedingt machen. Unbedingt, das geht gar nicht. Also da könnte man niemanden reingucken lassen, so peinlich ist das schon. Aber ja, deswegen musste ein neuer Ofenreiniger mit. Der alte ist nämlich leer und ja, dann nehme ich immer den von Denk mit auch. Der ist gut, finde ich. Und ja, oh Mann, ich habe keine Lust. Wer kennt das Problem noch? Also ja, mein Freund macht das auch nicht freiwillig. Deswegen werde ich das wohl machen müssen. Ja, dann hatte ich jetzt von Ajax mir hier Tiptop mitgenommen. Das nehme ich gerne zum Fensterreinigen. Das hatte ich jetzt vor die letzten Tage. Allerdings habe ich das über den Jordan geworfen, denn es ist hier nur am Regnen gewesen die letzten Tage. Das hätte sich absolut nicht gelohnt und deswegen, ja, werde ich das aufschieben. Steht auch drauf für Fenster und Boden. Also könnte ich auch mit dem Mikrofasertuch dann in Verbindung verwenden. Genau, finde ich super und ist mega günstig. Dann durften mit Zellulose Geschirrschwämme, was soll man da groß zu sagen, braucht man halt immer mal im Haushalt für Pfannen und Töpfe. Dann habe ich einen neuen Glaskeramikschaber mitgenommen von Putzbeul. Allerdings seht ihr auch, ich habe ihn schon ausgepackt und der ist schon in Verwendung gewesen. Deswegen entsorge ich das gleich. Ja, auch schon in Verwendung sind hier diese Zugbandmüllbeutel, 60 Liter. Wir brauchen die großen, weil unser Mülleimer von Ikea in der Küche so groß ist. Und damit man den auch komplett über den Mülleimer stülpen kann, brauche ich immer diese 60 Liter Beutel. Und die habe ich, glaube ich, erst das zweite Mal jetzt nachgekauft. Aber ich finde die richtig klasse. Und was ich auch gut finde, dass man die nicht abreißen muss von der Rolle, sondern dass man die einfach rausziehen kann. Das finde ich irgendwie noch, ja, praktischer. Genau, 30 Stück vorhanden. Und ja, finde ich gut. Genau, sind auch schon, wie gesagt, in Verwendung. Dann durften Wattepads mit von Evelyn, 140 Stück. Die haben jetzt so ein neues Design, aber ja, darum geht es ja nicht. Man braucht ja die Wattepads, also ist ganz süß aufgemacht, aber ja, ist halt ein Artikel, den ich eigentlich so gut wie jeden Abend verwende, es sei denn, ich gehe abends duschen und schminke mich direkt unter der Dusche ab. Genau, mein liebster, wirklich allerliebster Weichspüler, wie viele von euch wahrscheinlich auch schon wissen mittlerweile, ist der Vanille, Patchouliöl und Lila Orchidee. Da habe ich Massenverschleiß und jetzt ist er auch wieder leer. Bei uns ist sowieso fast alles an Waschmittel leer. Ich hatte jetzt ja das per Woll nachgekauft, aber jetzt ist mir heute exakt das für die Weißwäsche ausgegangen und auch gestern oder vorgestern schon das für die Bunte. Das heißt, ich muss morgen nochmal was einkaufen. Ja, und auch der ist leer, deswegen durfte der jetzt wieder mit. Und dann noch zweimal Zahnpasta von Colgate, die Max Fresh. Die durfte mit, die hatte ich schon öfter mal und finde die recht gut. Und dann, angefixt von meiner lieben Kati, durfte die White Now mit. Das ist ja diese bläuliche Zahnpasta, die sozusagen ja, die Zähne aufgrund der Farbe weißer erscheinen lässt, aber auch nur für kurze Zeit. Genau, ja, die verwenden wir momentan und ich finde, die macht die Zähne auch relativ frisch und das ist mir immer sehr wichtig. Genau, aktuell gibt es bei DM auch neue Pfandbeutelchen und da habe ich diesen mitgenommen, hier diesen wunderschönen grünen. Die wechseln ja immer die Farben und ich liebe diese Teile. Ich nehme die auch mal, wenn ich zur Arbeit gehe oder wenn ich einkaufen gehe. Also ich habe die in Massen zu Hause. Ich liebe die. Wie gesagt, wenn sie schmutzig oder kaputt sind, dann... warum sage ich heute mal wie gesagt? Ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Entschuldigt bitte, ich bin irgendwie ein bisschen raus aus dem Standard-Video drin, habe ich das Gefühl. Naja, auf jeden Fall kann man die, wenn die kaputt sind oder extrem schmutzig, kann man die umtauschen und kriegt einen neuen Beutel, genau. Aber man kann die natürlich auch waschen, genau. So, und jetzt machen wir weiter mit zugeschickten Produkten, würde ich sagen. Da habe ich von Das Gesunde Plus ein Venengel bekommen. Und das ist dazu da, um, steht drauf, um die Beinpflege, also eine entlastende Beinpflege. Es ist vitalisierend und kühlend mit Rosskastanienextrakt. Extrakt und Eukalyptusöl zur gelegene Massage von müden und schweren Beinen. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich laufe ja sehr viel auf der Arbeit und ich
stehe eigentlich durchgehend außer 2 Stunden im Schnitt am Tag. Und meine Waden sind momentan, abends merke ich das auch, wenn ich liege, sind die so schwer, so irgendwie so prall und total, weiß ich nicht, ganz komisch. Das habe ich sonst nie gehabt und das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Aber gut, es fühlt sich an, als hätte man da richtig Druck drauf. Teilweise auch Muskelkater, wo ich keinen Sport gemacht habe dann. Ja, deswegen passt das ehrlich gesagt. Und ich bin mal gespannt, ob das angenehm ist. Gerade mit dem kühlenden Effekt und so. Ja, das passt auf jeden Fall. Und dann noch eine Sache, die ja momentan sehr im Kommen ist. Und zwar ist das Magnesium-Ölspray. Das hatte ich jetzt auch schon auf Liga's Nutrition gesehen. Von GN gibt es das, meine ich, auch. Und das ist eben auch zur Massage bei Muskelverspannungen. Ideal nach dem Sport. Und ja, ist ein Mineralspray. Magnesium nehme ich so immer gerne einfach, um Krämpfe zu vermeiden. Aber da muss ich sagen, bin ich auch mal gespannt, das jetzt auszuprobieren. Ist eine ganz coole Sache. Ja, da ich eh regelmäßig Sport mache, ist das auf jeden Fall cool. Ja, und dann habe ich noch bekommen einen Spielknochen mit Quietschefunktion. Moment. Jetzt funktioniert. Der ist von Dein Bestes und ja, wir haben natürlich keinen Hund, aber die Eltern von meinem Schatzi haben einen Hund, beziehungsweise sogar gleich 3 und davon auch einen kleinen Racker neu, also eine kleine Mopsdame namens Lotte und ich denke mal, ja, den werde ich dann dort auf jeden Fall loswerden und hoffentlich werden sie sich freuen. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist ehrlich gesagt, dass der sehr... Jetzt rieche ich gar nichts mehr. Okay, er riecht gar nicht mehr. Als ich ihn ausgepackt hatte, hat er sehr stark nach Plastik gerochen, was mir gar nicht koscher war. Aber jetzt? Jetzt gar nicht mehr. Okay, das ist ja merkwürdig. Okay, dann hat er sich jetzt ausgelüftet in den letzten Tagen. Aber trotzdem, ich hoffe, von den Inhaltsstoffen und so muss man mal gucken. Nicht, dass das irgendwie Chemie-Scheiß ist. Das ist dann auch nicht so cool eigentlich. Also klar, ist das ja nicht Natur, aber ihr wisst, was ich meine. Muss man mal gucken. Genau. So, und jetzt machen wir weiter mit einer LE. Und zwar nennen die sich Cool Breeze von Trend It Up. Auch wieder der eigenen, hauseigenen Marke von DM. Da habe ich zugeschickt bekommen, jeweils 2 Quattros, was Lidschatten anbelangt. Da habe ich einmal hier die 020 und die 030. Da gibt es insgesamt 3 verschiedene, meine ich. 3 oder 4? Ich glaube 3, genau. Dann gibt es auch 3 verschiedene Strobing Powders. Ich habe davon 1 und das ist richtig schön. Die 030, das sieht so aus. Das ist richtig, richtig schön. Und ich würde sagen, das probieren wir glatt einmal aus. Oh, gut pigmentiert auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt. Und jetzt gucken wir mal. Aber das ist ein bisschen orangestichig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so arg orangestichig ist. Weil das mag ich eigentlich nicht, weil dann sieht es sehr künstlich aus. Aber wenn man im Sommer gebräunt ist und so einen schönen Teint hat, so als Highlight ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Muss man halt gucken auch, wie das dann aufgetragen aussieht. Ja, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Dann ist noch bei mit ein Blush gewesen bei mir, die 010. Alles hat so diese quadratische Verpackung und zack, das ist so ein ganz, ganz helles Rosé. Da werde ich jetzt nicht reingehen, weil ich jetzt schon weiß, dass mir das viel, viel zu hell sein wird und deswegen... ja, werde ich es noch nicht benutzen. Ich werde einiges, was ich jetzt auch in letzter Zeit wieder gesammelt habe, verlosen. Und deswegen, ja, fasse ich das sozusagen nicht an für euch. Dann haben wir noch, oder hatte ich noch mit dabei, einmal einen Lippenstift. Und zwar die Farbe 010. Kommt hier in diesen klassischen Verpackungen, wie man die von Trend It Up ja kennt. Die finde ich sehr schön. Und das ist einmal dieser schöne Ton. Und ich finde, das ist so ein richtiges Move. Ja, sehr, sehr dunkles Rosenholz, Move. Und die sind ja immer alle super pigmentiert.
Das kennt man ja eigentlich von den Trended Up Lippenstiften. Und ich finde, die halten auch wirklich sehr gut. Und dafür, dass die so günstig sind, haben die eine tolle Auswahl. Wie gesagt, tolle Qualität. Und damit bin ich immer super zufrieden eigentlich bisher gewesen. Genau, dann habe ich noch drei Lacke. Die 020, 030 und 040. Die schauen so aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Genau, und die haben alle so einen Schimmer mit drin. Und irgendwie kann ich euch den gerade gar nicht beschreiben. Der ist so, ja doch, silbrig. Ganz, ganz fein silbrig. Und ja, das erinnert mich total schon an Urlaub, diese Farbe. So dieses richtig schöne, zarte, süße Babyblau, finde ich total schön. Habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie groß auf den Fingernägeln gehabt. Aber ich finde die Farbe richtig genial. Macht richtig Lust auf mehr irgendwie im Urlaub, finde ich. Ja, total schön. Und dann zu gebräunter Haut stelle ich mir das auch echt schön vor, gerade dadurch, dass sie so ein bisschen schimmernd sind. Ja, was haben wir noch? Dann habe ich noch zwei Liquid Eyeliner. Einmal in weiß und einmal in einem richtig dunklen Blau. Und auch das ist so leicht schimmernd. Die sehen ja auch mal cool aus. Erstmal finde ich die Verpackung richtig cool, so schmal. Nehmen nicht viel Platz im Kosmetiktäschchen ein, was ich gut finde. Und jetzt gucken wir mal. Wow. Ja, super feiner Pinsel. Und super, super pigmentiert, wie man sehen kann. Ich trage den anderen nochmal auf. Weiß finde ich immer sehr kritisch, ehrlich gesagt, weil das eben so unnatürlich ist. Aber es ist ja momentan auch so ein bisschen in. Einige mögen das. Wo ich das jetzt eher für nehmen würde, wäre Halloween oder so. Aber auch der gut pigmentiert, wie man sehen kann. Ja. So, und zu guter Letzt aus der LE habe ich noch eine Colored Mascara. Farbintensiv, wisch- und wasserfest mit zartem Pearl-Effekt. Für maximales Volumendefinition der Wimpern. Kein Verklumpen. So. Und das finde ich ja interessant. Bürste ist auf jeden Fall meins. Ist so ein ja, helles Braun. Allerdings muss ich sagen, war ich noch nie ein Fan von brauner Mascara. Also bei mir zumindest nicht. Es gibt viele Mädels, wo ich sage, da sieht es gut aus, die ein sehr natürlicher Typ sind und die es einfach dezent mögen. Aber bei mir war das bis jetzt immer so eine Sache. Wobei das auch nicht mal richtig braun ist. Es hat so einen extremen Graustich. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ja. Ich weiß noch nicht, ob ich sie testen oder verlosen werde. Das überlege ich mir nochmal. Schwierig. Ja, und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich euch die Sachen schon gezeigt habe oder nicht. Ich mache es jetzt trotzdem nochmal, weil ich meine, ich hatte dazu nur einen Instagram-Post gemacht für euch. Denn es gibt momentan in den DM-Filialen so ein Beauty Tower, so einen Aufsteller mit Kosmetiksachen. Und dort sind auch von Trended Up LE-Produkte enthalten. Und zwar nennen die sich Satin Nudes. Und da habe ich insgesamt 3 Glosse bekommen. Ich hoffe, ich habe die euch noch nicht gezeigt, aber wenn nicht, dann tut es mir leid, dann hier nochmal. Genau, und zwar einmal in so einem richtig schönen Rosa, dann so einem Lavendel und einmal was Bronzefarbenem. Den Rosanen habe ich schon richtig oft getragen bislang, muss sagen, der lässt die Lippen richtig frisch aussehen, ist richtig schön, was für den Sommer. Generell Glosse erinnert mich irgendwie immer an die Sommerzeit, weil im Winter trage ich eher dunkle Lippenstifte oder bräunliche. Ja, macht auf jeden Fall einen frischen Turn, man sieht wach aus. Und genau, Lippenstifte waren da auch noch enthalten. Insgesamt 3 Stück, auch sehr schön aufgemacht, wie ich finde. Von der Verpackung her sind sie halt an die Farbe angelehnt, die halt auch da drin ist. Ich habe hier die 050 einmal. Das ist so ein richtig schönes Lila mit Silberschimmer. Und ihr wisst ja, Lila ist ja meins. Also da freue ich mich immer sehr drüber. Dann die 040, das ist ein richtig genialer Ton. Den werde ich, glaube ich, mit in den Urlaub nehmen, weil ja so Koralle und dann auch noch mit Schimmer für den Sommer, mehr geht nicht. Also gebräunte Haut und dann irgendwie was schön Koralliges auch als Blush, das sieht richtig, richtig schön aus. Und die 020,
Das ist ja ein Nude, wie die Verpackung auch schon sagt. Auch sehr, sehr schön. Auch wieder mit Schimmer. Und da freue ich mich schon, die auszuprobieren. Nein, jetzt bin ich... Oh, mein Herz blutet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen mit dem Deckel an die Spitze gekommen, aber es geht noch. Ja, und dann zu guter Letzt waren auch noch zwei Lacke dabei. Auch aus diesem Aufsteller sozusagen. Die 040, richtig schön. So ein Rosenholz mit Goldglitzer. Und die 010, auch ein Nude, ebenfalls mit Goldglitzer. Ja, die finde ich richtig hübsch. Aber ich liebe ja sowieso alles so Nude, Rosenholz, alles so an hellen Farben sozusagen. Weil das einfach, finde ich, so zu blonden Mädels und Frauen immer sehr, sehr schön passt. Ja, genau. Das war's. Ich würde sagen, allerhand, was es jetzt Schönes Neues gibt von Trended Up. Also schaut unbedingt mal bei euch in dem DM vorbei. Ich finde, seitdem es Trended Up gibt, die Produkte wirklich klasse. Gerade die Lippenprodukte mag ich sehr, sehr gerne, weil sie halt echt günstig sind und dafür super Qualität haben, wie schon gesagt eben. Ja, und ansonsten, LE-Produkte sind halt immer, ne? Also wenn einem davon was gefällt, sind LE-Produkte halt immer noch was Besonderes. Wobei ich auch schon mal gesagt hatte, dass ich ja gar nicht mehr so viel aus LEs kaufe, weil man halt ab einem gewissen Grad, ja, sag ich mal, schon alles zu Hause hat. Also ich mache jetzt auch mittlerweile schon 5 Jahre YouTube. Ich arbeite im DM und man hat halt irgendwann genug. So, das heißt nicht, dass ich nichts mehr kaufe, aber man kauft halt deutlich weniger und überlegt sich alles, ja, 2-3 Mal, bevor man es dann kauft. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich sowas dann auch mal zugeschickt bekomme, dass ich es trotzdem testen kann und euch zeigen kann. Weil so viel würde ich mir natürlich sonst nie kaufen, ne? Klar. Ja, aber so freue ich mich natürlich immer. Und jedes Mal, wenn der Postbote klingelt und ich nichts ahne, dann ja, freue ich mich immer. Weiß ich nicht. Ist irgendwie jedes Mal was Besonderes, obwohl das halt, sag ich mal, nur Schminke ist. Aber ja, ist auf jeden Fall cool. So, jetzt werde ich die Sachen mal schön einräumen. Hier dann auch mal ein bisschen aufräumen und ich bin froh, dass ich auch die ganzen Haushaltssachen jetzt verstauen kann. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, diese Mischung aus Haushalt und Beauty. Und ich werde in Zukunft natürlich wieder regelmäßiger für euch versuchen, DM-Holz zu drehen. Wir sind jetzt bald auch erstmal noch 2 Wochen im Urlaub, da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen stiller um mich. Aber danach werde ich auf jeden Fall wieder da sein. Vorher gibt es natürlich auch noch ordentlich Videos, aber ich denke jetzt, in den nächsten 1-2 Wochen erstmal trotzdem keine DM-Holz mehr, weil ich so alles habe eigentlich. Mal gucken, es sei denn, es kommen wieder tolle neue Sachen rein. Muss man mal schauen. Ich habe übrigens gehört, das Video auch gesehen von Mrs. Bella, dass sie eine Palette rausbringt. Und die soll ja auch zu uns in den DM kommen. Also da bin ich mal gespannt. Lasst mir mal unten in den Kommentaren da, wenn ihr was davon schon gehört habt, ob ihr euch die Palette zulegen möchtet oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Ich finde sie ganz schick. Ich bin mir auch noch unschlüssig, aber schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, da bin ich neugierig. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen tollen Tag oder Abend und dann hoffe ich, dass ihr in meinem nächsten Video wieder mit dabei seid und macht's gut, bis dann, ciao!